In diesem Video zeige ich dir einen tollen Stellplatz, eine tolle Übernachtungsmöglichkeit hier im Osten der Türkei. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Mettes und ich reise mit meinem ausgebauten Feuerwehrauto für 3 Monate durch Georgien, die Türkei und noch ein paar andere Länder, bevor es dann wieder zurück nach Deutschland geht. In den vergangenen 4 Wochen war ich in Georgien. Dort war ich in den 4 Wochen nur ein einziges Mal auf dem Stellplatz, sonst habe ich immer autark gestanden. Jetzt bin ich ganz im Osten von der Türkei, direkt am Fuße vom Berg Ararat und hier bin ich mal wieder auf dem Stellplatz. Warum ein Stellplatz? Da kann ich dann meine Klamotten waschen, da kann ich mal wieder duschen, da kann ich mein Wasser gut auffüllen, da kann ich meine Batterien alle, meine Lithium-Batterien, meine Powerbanks kann ich alle aufladen. Von daher ist ein Stellplatz ab und zu auch ganz gut. Und was auch so schön ist an vielen Stellplätzen wie an diesem hier, dass man natürlich ganz schnell Kontakt zu den Einheimischen kriegt. Ich nutze ja zu 100%, wenn ich einen Stellplatz suche, die App Park4Night. Da sind nicht nur große Campingplätze eintragen, sondern da sind auch Anbieter eintragen, die ihren Hof, ihren Bauernhof, ihren Garten zur Verfügung stellen. Und dann kann man da einfach hinfahren und fragen, ob man stehen kann. Ich bin jetzt Ende November, Anfang Dezember hier im Osten der Türkei unterwegs. Und es ist natürlich keine typische Reisezeit für Georgien, für die Türkei. Von daher muss man immer gucken, wenn man so einen Stellplatz, einen Campingplatz raussucht, ob er überhaupt geöffnet ist. Und da sind die Angaben in der App selber nicht immer richtig. Bei dem Platz hier, als ich den in der App gesehen habe, der ist als Bauernhof eingetragen, da habe ich gesehen, dass vor 2 Wochen die letzten Gäste einen Gästebucheintrag machten. Dann habe ich gedacht, okay, wenn vor 2 Wochen jemand da war, haben sie bestimmt noch offen, ich fahre da einfach hin. Und so sieht das Hostel hier aus. Das ist als Hostel ausgeschrieben. Safer, so heißt der Besitzer hier. Der Safer, ein sehr, sehr netter Mensch, wohnt mit seiner Familie hier hinter dran. Das Wohnhaus zeige ich gleich noch. Und vorne dran hat er der Sommer über ein Café eingerichtet. Und er hat ein paar Zimmer. Die Zimmer, da will er allerdings reduzieren und noch mehr Wohnmobilplätze schaffen. Und sein Hostel, sein Stellplatz hier, nennt er Ark. Und man sieht es auch an dem Bildchen drüber, da ist die Arche drauf. Arche heißt auf, Ark heißt auf Deutsch, so rum, Ark heißt auf Deutsch Arche. Und das nicht ohne Grund, weil, und das ist halt der absolute Hammer, und da habe ich heute so ein Glück, dass da der weiße Berg da hinten, das ist der Ararat, auf dem der biblischen Geschichte nach die Arche Noah gestrandet ist. Und dadurch ist die Stadt hier auch im Sommer zumindest recht gut besucht von Touristen, weil das unmittelbar hier am Fuße des Ararat liegt. Aber nicht nur der Ararat macht die Gegend hier so schön, sondern ich bin hier auf 1670 Meter hoch in dieser Stadt. Auch die Umgebung hier mit den Bergen ringsrum, die jetzt alle schön schneebedeckt sind. Heute Nacht hat es auch ein bisschen geschneit. Das ist wunderschön und wie gesagt, mitten drin hier am Stadtrand, sehr ruhige Lage, hat der Safer seinen Stellplatz. Und weil er selber da wohnt, und jetzt sieht man da durchs Tor rein, weil er selber hier wohnt, hat er hier auch ein Schild dran, dass es immer geöffnet ist. Und da, das habe ich erst später gesehen, sonst hätte ich da klingeln können am ersten Tag. Ich habe einen angerufen, wo ich davor gestanden habe. Hier kann man einfach klingeln und dann kommt er raus. Natürlich kann man den Safer und seine Familie hier in dem Hostel auch ohne Wohnmobil besuchen. Da hinten in dem kleinen Gebäude sind Zimmer drin, hier ist ein Zimmer drin und in dem großen Gebäude mit Dachterrasse sind unten auch nochmal Zimmer drin. Also er hat da auch genug Platz für Gäste, die mit Zeltreisen und mal eine Nacht zwischendurch im gescheiten Bett schlafen wollen oder halt für Gäste, die mit dem Flugzeug kommen und eine Rundreise machen mit dem gemieteten Auto. Und das hier hinter dem Fenster, und da sieht man jetzt so schön mein Spiegelbild, hallo, hinter dem Fenster, da ist das Café eingerichtet. Das ist jetzt komplett leer, aber die Türen, die sind immer offen. Und er hat gesagt, ich habe gefragt, ob ich da filmen darf, und dann hat er gesagt, klar, Türen sind alle offen an alle Gebäude. Da hat er gar keine Schlüssel, ist immer alles offen. Und das ist auch so ein bisschen die Mentalität hier, das Vertrauen auch zu den Gästen, das Vertrauen, das ist riesengroß. Und im Sommer, wenn dann hier das Café geöffnet ist, dann steht hier alles voll mit Stühlen und Tischen und man kann Kaffee trinken kommen. Und natürlich ist hier eine Toilette, die Gäste auch nutzen können. Draußen gibt es allerdings extra nochmal Toilette.
Und dann ist hier eine große Küche. Und diese Küche, die steht den Wohnmobilern zur Verfügung. Hier kann man kochen, hier kann man seine Sachen aufbewahren. Riesengroße Küche. Und hier steht noch ein großer Kühlschrank, wo man sich bedienen kann. Hier gibt es morgens Frühstück, wenn man das möchte. Kann man hier in Anspruch nehmen oder man macht sich selber seine Sache. Jetzt darf die Niki hier mit rein, ansonsten dürfen Hunde hier natürlich nicht reinkommen. Und auch dieser Spruch, der passt so gut zum Safa und zu seiner Familie. Wenn du irgendetwas brauchst, kannst du mich anrufen. Die Telefonnummer, die gibt er natürlich raus. Und genauso ist es auch. Er ist immer da und hilft gerne. Ein ganz, ganz herzlicher Mensch. Seine ganze Familie, seine Kinder hier, die sind so nett. Da hat er es auch aufgezählt, wer alles zu seiner Familie gehört. Oben steht er selber, der Safa. Und so kann man alle Leute dann auch direkt mit dem Namen ansprechen. Und das hier, das ist das Wohnhaus von seiner Familie. Hier darf ich jetzt alles mitnutzen, weil das Wasser abgestellt ist bei der Kälte. Da funktionieren die Toilette zwar noch, aber Dusche geht nicht mehr. Waschmaschine und vorne die Küche, da ist alles abgestellt. Aber es ist gar kein Problem, hat er gesagt, hier in seiner Wohnung hat er mir die Küche gezeigt, Bad, alles darf ich alles mitnutzen, auch die private Waschmaschine. Wie gesagt, die sind so, so herzlich und möchten einfach, dass es ihre Gäste gut geht. Und ich fühle mich hier so von Anfang an schon als Teil der Familie. Ja, die Leute, die sind hier alle so, so herzlich, diese Familie hier. Wie gesagt, man ist gleich daheim und fühlt sich wohl. Und es war auch so krass am ersten Abend, wie ich hier hergekommen bin. Da war es so gerade am Dunkelwerden und ich habe gehofft, oh, hoffentlich geht es noch um die Zeit so spät, wenn es dunkel wird. Aber Glas ging noch gut und dann bin ich hier reingefahren und da hat man sein Haus innen drin gezeigt. Da hat man die Toilette vorne gezeigt, Wasser, Strom, Käufe einzustecken. Ja, habe alles vorbereitet und dann hat er gefragt, ob ich noch irgendwas brauche. Habe ich gesagt, nee, alles gut. Ich habe gesagt, ich muss noch ein bisschen was schaffen heute Abend am Computer. Und als es dann schon eine Weile dunkel war, habe ich mich reingeguckt ins Auto, habe überlegt, soll ich jetzt was kochen? Ich hatte Hunger vom Tag über, habe nicht viel gegessen. Dann habe ich gedacht, oh, soll ich jetzt was kochen oder soll ich erst schaffen? Dann habe ich gedacht, nee, komm, ich tue jetzt erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und so habe ich es dann auch gemacht. Dann habe ich am Computer geguckt und hier dies und das beantwortet und fertig gemacht. Und auf einmal klopft es an der Tür, an meinem Feuerwehrauto. Und dann hat der Safa da gestanden mit einem Tablett, mit gekochtem Essen. Und dann habe ich gesagt, hä? Für mich? Hat er gesagt, ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Also auf Englisch natürlich. Und habe mir das gegeben und habe gesagt, oh, ich habe aber ein Problem, ich bin Vegetarier. Und dann hat er gesagt, ist alles vegetarisch, alles gut. Und habe mir erklärt, was ist. Viel mit Reis eingewickelt, eingemachte Sache, alles selber gemacht. Und ich habe mich so gefreut, es hat so gepasst an dem Abend. So ein schönes Willkommensgeschenk hier mit dem Essen. Es hätte nicht besser sein können. Und das hier, das sind dann alles die Wohnmobilstellplätze. Die wird er noch vergrößern. Dieses Gebäude hier, was man jetzt sieht, das wird er noch abreißen bis zum nächsten Sommer. Da kommen noch weitere Stellplätze her. Und dann ist hier auf der ganzen Fläche sehr, sehr viel Platz. Und man sieht dann auch immer hier, wenn man zum Hof rausguckt, zumindest wenn das Wetter so gut ist wie heute, aber im Sommer ist hier immer gut, sieht man schön auf den Berg Ararat. Und hier geht es auf die Dachterrasse hoch. Heute Nacht hat es ein bisschen geschneit. Und auch hier hat er gesagt, haben Gäste schon gefragt, ob sie hier übernachten dürfen. Fast wie unterm Sternenhimmel haben auch schon Gäste geschlafen. Da kann man im Sommer schön sitzen auf den Kissen. Da der türkische Tee. Übrigens in der Küche drin steht auch immer der ganze Sommer über Tee, wo sich die Gäste kostenlos bedienen dürfen. Der gute türkische Tee. Hier steht Service dazu. Und von der Dachterrasse aus hat man auch den geilen Blick hier auf der Ararat. Von der Dachterrasse aus nochmal der Blick aufs Wohnhaus vom Safa und seiner Familie. Und dann hier auf die Wohnmobilstellplätze und vor aufs Café. Und was auch sehr cool ist, der Safa selber, er kennt sich extrem gut aus, weil er in der Tourismusbranche hier beruflich zu tun hat. Und er bietet selber Touren an, beziehungsweise organisiert dann für seine Gäste die Touren.
Wenn man dann auf der Ararat hoch will oder wenn man zum Kloster, wenn man dies besuchen will oder wenn man aktiv Urlaub machen will mit Sport, da hilft er einem, macht selber mit oder vermittelt es dann. Also das ist natürlich auch 1A dieser Service hier, alles beieinander. Und es lohnt sich, ab und zu mal einen Stellplatz anzufahren, weil hier macht man halt dann auch so richtig schöne Erfahrungen. Was kostet der Stellplatz hier? Der kostet pro Übernachtung inklusive allem, heißt jederzeit Tee, Küchennutzung, Strom, Dusche, alles drum und dran, kostet pro Übernachtung 10 Euro. Wenn man die Waschmaschine nutzt, dann kostet es nochmal 5 Euro extra. Das finde ich ein super Preis, zumal der Service hier so gut ist, da wäre ich bereit, auch wesentlich mehr zu zahlen, einfach weil es mir das wert ist. Falls du noch kein Wohnmobil hast, jetzt mache ich Werbung in eigener Sache, dann melde dich auch gern bei mir, weil viele von euch wissen, dass das auch ein Job von mir ist, Wohnmobile zu verkaufen. Oder du machst es so, wie ich es jetzt gemacht habe, baust dir selber ein Auto aus. Das macht auch viel Spaß. Und mit diesem schönen Rundumblick verabschiede ich mich von dir. Schön, dass du mit dabei warst und schön, wenn du mich weiter verfolgst auf meinem Kanal hier, auf meiner Reise. Liebe Grüße hier vom Ararat und den holen wir jetzt noch ein bisschen näher her. 24 Grad minus waren es heute Nacht auf dem Gipfel, laut Wetterstation. Viele liebe Grüße von hier vom Ararat. Alles Liebe, dein Meddes.